Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge. Es sollte eigentlich eine Folge werden. Let's Play Clash of Clans, aber es ist noch ein bisschen Wartungspause. Es ist ein bisschen Wartungspause und ich finde es aber sehr, sehr gut. Ich mag das hier, dass man auch während der Wartungspause so ein bisschen interagieren kann mit dem Game. Das Ganze kennt vielleicht der ein oder andere schon aus Clash Royale. Dort ist das auch so. Wenn dort auch eine Wartungspause ist, dann ist man auch nicht ganz tot. Ihr kennt das früher, dieses Bild. Es ist Wartung, bitte warte noch ein paar Sekunden und das gibt es ja jetzt schon länger nicht mehr. Also ich finde das sehr, sehr gut. Was passiert eigentlich, wenn ich hier auf diesen Wolkenwächter klicke? Ich gucke mal, was da passiert. Ah, okay, da komme ich in meinen Twitter-Account, Okay, da kann ich jetzt gar nichts mit anfangen, denn Twitter, das wisst ihr, das ist nicht mein, das ist nicht meine, meine Anwendung. Ich kann nicht wirklich tweeten, retweeten und so weiter. Da muss ich mal von den jungen Leuten irgendwie so einen Lehrgang kriegen oder sowas. Okay, willkommen zurück, Toto Clash, hallo. Und ja, aber ihr seht, es ist Wartungspause und während der Wartungspause kann man schon mal sehen, was erwartet uns denn eigentlich in so einer Wartungspause hier. Also heißt es da, hey, Häuptling. Vor einigen Tagen haben wir ein optionales Update veröffentlicht, um einige Fehler zu beheben. Aha. Hier die Liste von Problemen, die wir identifiziert und behoben haben. Bitte lade die neueste Version von Clash of Clans aus den App Store herunter. Oh, das weiß ich gar nicht, ob ich das schon gemacht habe. Aber ich denke mal schon. Fehlende Schaltfläche für magische Gegenstände in der Bauarbeiterbasis hinzugefügt. Ja, da fehlte tatsächlich die Schaltfläche magische Gegenstände. Das haben wir auch bemerkt, haben auch im Discord darüber gesprochen. Vielleicht, wir haben gedacht, das braucht man da unten nicht mehr. Aber ist natürlich ein bisschen doof. Fehlende Ein- und Aus-Animation. Ändern Bildschirm hinzugefügt. Ach, das ist... Wenn man die Szene ändert, dieser Wusch-Effekt da, und fehlende Schatten des Inferno-Drachens hinzugefügt. Wir glauben, dass die Kopfjägerin ihn gestohlen hat, auch nicht schlecht, sehr, sehr gut. Falsche Farbe des Stirnband-Juwels, das geht gar nicht. Der Bogenschützen-Level 9 in einigen Animationen korrigiert. Korrigierter Willkommen-Bildschirm, um die richtige Zeit einzustellen. Okay, ein Fehler wurde behoben, durch den Spieler Beutekarren zur falschen Zeit erhalten konnten. Aha, wenn das optionale Update nicht installiert ist, erscheint die Fehlermeldung, Gerät, Spiel und Server sind nicht synchron. Also habe ich sowohl, die Meldung habe ich nämlich nie gehabt. Wenn du versuchst, die Beute aus dem Beutekarren einzusammeln, Schaltfläche-Szenarien ändern, vor dem Rathaus ausblenden, wenn das Rathaus oder die Rathauswaffe verbessert wird. Aha. Optionale Update, also auch da solltet ihr immer nachgucken, dass ihr die passenden Versionsnummern habt und zusätzlich wird gegen 13 Uhr deutscher Zeit, in der Tat, eine Serverwartung durchgeführt, um die folgenden Fehler zu beheben. Die Munition im Streukatapult im Rathaus 13 Trainingslevel Meisterin des Rings hinzugefügt. Aha. Okay, war das bisher leer? Ich habe die noch nie gespielt, diese Trainingslevel, das kann ich euch zeigen. Sprungzauberänderungen wurde rückgängig gemacht, um zu verhindern, dass Truppen nach dem Verlassen des Sprungzaubers gegen Mauern laufen. Okay. Anzahl der Inferno-Drachen beim Übungslevel-Spielplatz von 28 auf 18 reduziert. Ich glaube, das ist sinnvoll, weil die 28 haben ja diese Base immer rasiert ohne Ende und mit 18 wird es jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Die Regenerationszeit für das Streukatapult ist hinzugefügt. Im Gegensatz zu anderen Gebäuden regenerierte sich das Streukatapult sofort. Da gab es auch irgendwo so einen grafischen Bug, wenn man ins Dorf reinkam, dann drehten sich da die X-Bögen und so, alles was nachgeladen werden muss. Also vielleicht haben sie es gefixt. Beutekarre für wiederkehrende Spieler, die längere Zeit inaktiv waren, ist wieder aktiviert. Okay, da kann ich nicht sagen, ich bin ja denn doch schon ein bisschen mehr aktiv. Wir gehen davon aus, dass die Wartungspause etwa 30 Minuten dauern wird. Hier unten steht noch 5, okay. Also können wir gleich weitermachen, können wir ein bisschen über das Update, nicht über das Update talken, sondern über den Pass mal sprechen. Ich würde ganz gerne mal den Pass mit euch nicht auseinandernehmen, aber der Pass hat so unglaublich viele Goodies für die 5,49 €, dass ich... Also jedes Mal, wenn der Pass neu kommt und ich mir den Pass kaufe, ich kaufe mir den Pass ja immer mit zwei Accounts, nämlich mit dem Rathaus 13 und mit dem Rathaus 12. Da bin ich immer überrascht, also was ich da alles im Dorf dann machen kann und was ich erstmal nicht machen kann. Also es ist schon gigantisch, und aber ich würde sagen, ich mache jetzt einen kurzen Cut oder so wie er hier. Have a break, have a Kit Cut, nein, have a Coffee. Also ich hole mir jetzt auch noch einen Kaffee und dann sollen wohl die 4 Minuten rum sein. Einmal nach unten laufen, Kaffee einschütten, wieder hochgehen. Das schaffe ich in 4 Minuten.
Bis gleich. Und damit ist die Wartung beendet. Ich weiß gar nicht, ob man das hier in den Neuigkeiten sehen kann. Ah doch, da. Die Wartungspause kann man immer noch sehen. Also das kann man jetzt alles noch mal ein bisschen nachgoogeln. Und beziehungsweise was denn hier jetzt geändert wurde oder gebugfixt wurde. Aber ihr seht das hier, mein Dorf. Ich bin ziemlich leer gefarmt. Das heißt also nicht leer gefarmt, sondern ich habe hier allerhand noch anstoßen können und habe jetzt auch schon den Pass natürlich erstanden für mich. Das seht ihr, ich habe ihn sogar schon gespielt. Ich war heute schon ultra fleißig. Aber ich meine diese drei Spielchen. Und ihr seht, ich habe aber auch schon ein Spiel ohne euch gemacht. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Das ist dieses hier. 1000 Zerstörung in Duellen. Okay, das habe ich schnell abgearbeitet. Hintergrund ist einfach, dass es gerade hier für die ersten oder die ersten drei Belohnungen oder die ersten vier Belohnungen waren folgende eingefordert. Da sieht man das, die Vorteile. Also ich wollte unbedingt schon mal wieder diesen Vorteil für den Bau und die Verbesserung von Gebäude. Werden 10% weniger Ressourcen und Zeit benötigt. Ganz, ganz wichtig. Das heißt also, meine Kanone, die ich eben angestoßen habe, hat nur noch 14 Millionen gekostet und nicht wie ursprünglich 16 Millionen. Ja, für Verbessern von Zaubern und Belagerungsmaschine werden im Labor weniger Ressourcen und Zeit benötigt. Okay, da läuft bei mir sowieso was. Aber für Ausbildung, Truppenausbildung, Zauber und Belagerungsmaschinen werden 10% weniger Ressourcen und Zeit als gewöhnlich benötigt. Helden werden 10% schneller geheilt. Und wir können mal kurz mal durch den Pass durchgehen. Also wirklich krass. Gleich zu Anfang die dicken Bücher hier und Schaufel, Saisonbank, also so das Übliche. Was jetzt, glaube ich, neu hinzugekommen ist und was wahrscheinlich auch bleiben wird, ist immer unten das Elex. Es gibt jetzt immer wieder auch für die Bilderbasis, natürlich schade für die, die fertig sind, die können sich das nie abholen. Vielleicht sollte Supercell da auch mal nachbessern, ob man das nicht irgendwie anders regeln kann, dass man wirklich alles abholen kann, auch wenn man es eigentlich nicht mehr braucht. Ich meine, oben bekomme ich die Gems dafür, wenn ich Sachen nicht brauche, aber hier unten gerade Gold und Elex, da kann man das auch in irgendwas anderes umwandeln. Das müssen jetzt keine Gems sein oder so, vielleicht, keine Ahnung, irgendwie ein Goodie oder was auch immer. Also das finde ich eigentlich noch ein bisschen hinderlich an dem Pass, dass man hier unten nicht alles absammeln kann. Und am Ende wieder schönes Buch der Helden. Ich habe allerdings noch eins und beziehungsweise ich habe jetzt keins mehr. Nee, ich habe keins. Nachdem ich ja gestern den King zweimal gelevelt habe, habe ich jetzt keins mehr. Also müssen wir da hinarbeiten. Und also ich mag das. Ich mag auch den Pass und ich mag auch den Skin hier. Muss ich sagen, hoppla, hoppla. Auf der Wolke, Wolke 7, schwebt er jetzt hier, der große Wächter. Ich finde den gut. Ich finde den sehr, sehr gut. Der ist gelungen. Schön mit den Papyrusrollen hier. Und das hat ein bisschen mehr als dieser komische Robo, den man jetzt als letztes bekam. Also mir gefällt er sehr, sehr gut. Auch die Animation gefällt mir sehr gut. Und ja, mal sehen. Man kann ja noch nicht ausprobieren. Es dauert ja jetzt noch ein paar Tage, außer ich jamme das durch. Aber da kennt er mich. Das mache ich nicht. Wir sind mittlerweile schon in der Liga und haben, hurra, diesmal ganz, ganz schnell eine Liga gefunden. Wir haben ihn morgens gesucht und nicht erst abends oder nach zwei Tagen. Wir haben auch keinen Clankrieg hier mal gespielt bei Spätzle mit Soße. Das habt ihr ja auch gesehen. Und schönes Ding hier, also 21 Stunden, 17 Minuten geht hier die Liga los in Champ, Champ, Champ. Ah ne, wir sind ja abgestiegen. Wir sind ja abgestiegen nach Champion 3. Ja, wir wollen wieder aufsteigen. Wir wollen wieder aufsteigen hier. Und aber wir können natürlich auch kurz mal angreifen. Ich frage gerade nochmal an, warum habe ich noch keinen Zauber hier? Okay, der will auch ein paar Hoggies. Oh, ich habe gar keine Hogs am Start, sehe ich gerade. Aber ich kann gerade ein paar machen. Drei Stück kann ich machen. Okay, das ist das. 1, 2, 3. Dann rückt das jetzt nicht so komisch nach. Das ist auch mal witzig, damit deine Armee nicht so mismatch wird plötzlich. Muss man das so machen. Wenn ich jetzt mehr Truppen spende, dann habe ich plötzlich wieder einen Ballon mehr in meiner anderen Armee. Das möchte ich natürlich nicht, aber ich möchte trotzdem den Tamre eben noch die drei Hogs geben hier. Und ich muss die natürlich jetzt mal eben nachbauen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, dann habe ich wieder 5 Loons und dann können wir auch gleich einen Angriff machen. Einen Boot noch mit dazu. Also muss ich jetzt kurz warten, bis meine Hoggies fertig sind. Und ich überspringe euch aber die Suche. Mindestens einmal wollen wir hier ja angreifen. Ich überlege gerade, was hatte ich noch meine Clanburg? Also Hogs waren da auch drin. Okay, dann können wir
Dann können wir hier ein wenig farmen. Dann gehen wir hier oben mal rein mit einem Kevin Walk. Ah, mal gucken. Ich bin im Moment koboldfrei, sage ich mal. Denn so ein bisschen, wie gesagt, kann man ja eigentlich diese Taktiken hier immer ein wenig üben. Ah, die Bauhütte da. Okay, dann geht es jetzt darum. Alles klar, Queen. Ja, das ist aber auch eine eigensinnige, ne? Mann, Mann, Mann. Die ist aber auch wirklich sehr, sehr eigensinnig. Die hat so mal wirklich ihren eigenen Kopf. Oh, meine Mauerbrecher. Okay, aber da sind sie durch und da auch. Jawohl, ich kriege die Mauerbrecher da durch. Das ist schon mal cool. Und mal sehen, da ist jetzt schon ein Scattershot auf meiner Queen. Jetzt geht sie doch noch mal nach da, aber die müsste eigentlich drin bleiben. Die müsste eigentlich da drin bleiben und könnte sich vielleicht noch die gegnerische Queen holen. Oh. Inferno, 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 Alarm. Alles klar, aber der Drache muss in jedem Fall fallen, denn ich habe jetzt keinen Fries mehr. Die habe ich jetzt leider gerade verpeilt. Macht aber nichts. Das macht aber nichts. Komm, 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 Schweinis, kommt raus da. Warden hinterher. Und ein Heilzauber hier. Wir nehmen die hier direkt mit in Anschluss ran. Jetzt habe ich echt. Oh, ich habe ja doch noch da einen Zauber. Ich musste den jetzt schon zünden. Auch wenn er hier hinten. Oh, da gibt es ein bisschen viel Feuer gerade. Na, jetzt kommen die anderen Hoxer noch hinzu. Setzen wir das mal so. Ich habe keine Kopfjäger dabei. Na, schade, hier im Bild ist er, aber ich habe keine mit dabei. Vielleicht sollte ich mal eine mitnehmen für den Helden. Oder für die Helden, dann gehen die doch ein bisschen smoother down. Aber glaube ich, haben wir noch ganz gut gemacht. Und da haben wir ihm noch ganz nett was abgeluchst hier. Gar nicht mal so schlecht. Hätte ich jetzt schlechter erwartet, nachdem mir meine Queen eigentlich dort ja verstorben ist. Oh, ich sehe gerade, der Dicke ist gut durchgegangen. Ne? Junge, Junge, komm. 72, da geht was. Ja, sehr, sehr schick. Da geht auf jeden Fall was mit dem King hier. Alter, den haben wir fast auf 100% gerockt hier. Nicht schlecht, den machen wir auf 100. Ah, nee, das wird ein Zeitfail. Oh, schade. Schade, wird ein Timefail. Das dicke Lager, da lassen sie auch noch liegen. Okay. Ach, ärgerlich. Aber immerhin, gar nicht mal so schlecht. Klamburg hat er gehabt, Single Inferno in der Mitte. Queen ganz gut gelaufen. Passt. Wunderbar. Dann kann ich die auch nochmal wieder nachtrainieren. Denn ein Spielchen haben wir hier natürlich auch. Das ist dieses hier. Also entsende in Mehrspieler kämpfen Truppen in Wert von 2500. Jetzt überlege ich gerade, 280 und 280 sind eigentlich 560. Ach so, warte mal. Truppen, Truppen, Truppen. Da zählen da die Helden auch mit rein? Oder warum habe ich hier jetzt 605 und nicht erst 560. Eben stand da 280 und jetzt steht da 605. Da muss ich mal genau drauf achten. Vielleicht wisst ihr das ja, warum der plötzlich hier von 280 nicht auf 560 springt, sondern auf 605. Ah, das kann sein, dass der, warte mal, 605, das kann sein, dass der die Truppen aus der Kaserne damit zurechnet. Okay, also immer die Kaserne setzen, Leute. Dann habt ihr in jedem Fall mehr Truppen, die ihr schon mal gesetzt habt. So läuft der Hase hier. Wunderbar. Ich hoffe, das Ganze hat euch ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal am Ende das jetzt einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns heute Abend in Livestreams. Ich werde ein bisschen später nach 21 Uhr da sein, hat aber auch was für sich oder was auf sich. Also das will ich jetzt aber nicht weiter verraten, was wir dann dort Spannendes sehen werden. Also verfolgt mich auf Twitch TV. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Toto. Flasht.